So, willkommen zurück bei Resident Evil 4. In der letzten Folge haben wir Ashley endlich wieder gefunden. Jetzt habe ich gerade die Möglichkeit verpasst, hier drüber zu springen. Und wir hatten zusätzlich auch noch eins der... Oh, scheiße. Jetzt habe ich gepennt. Jetzt brauche ich einen Gedanken. So, wo jetzt? Shit, 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 shit. Gerade ich könnte diesen Enken nicht treten und den anderen gleichzeitig mit erwischen. Ich höre gerade draußen Feuerwerk. Und hier ist diese zweite Illuminators-Anhänger. Den ersten hatte ich ja schon vor ein paar Folgen gefunden. Und das sind. Sind halt die einzigen zwei, die man hier in dem Spiel findet. Mehr findet man nicht von diesen Dingern im Spiel. Ich glaube, ich könnte auch oben die Haken abschießen, aber ich habe bisher immer diesen Kirch weggeschossen. Tatsächlich. Das wusste ich noch nicht. Ich habe immer nur mit diesen Heini weggeballert. Hat sie auch gebracht. Wie man sieht, selbst nach 6 Jahren. Was? Das ist du plötzlich, ja. Selbst nach 6 Jahren lerne ich immer noch was aus dem Spiel, was ich vorher noch nicht wusste. Tatsächlich. Es gab doch noch eins. Jetzt habe ich alle. Jetzt komme ich auch durch diese Tür endlich durch. Rüber. Hier habe ich geplündert. Habe ich jetzt wieder alles eingesammelt. Kann ich wieder zurück. Also der einzige Grund, wieso ich hier rüber gehen musste, war tatsächlich, dass hier das letzte dieser Ornamente war. Jetzt können wir weiter. Ich muss mal zusehen, dass ich ein bisschen sparsamer mit der Sturmgewehrmunition bin. Wie viele Abschüsse habe ich noch? 4 hatte ich, glaube ich, noch. Ein Schuss. Ich habe tatsächlich nur einen Schuss. Dann bin ich am Arsch. Ich kann zumindest keine Feinde mit größerer Reichweite erledigen. Das speichere ich hier direkt erstmal. Stimmt ja, das war ja die Stelle, wo uns der Salazar als erstes hier begrüßt hat. Genau. So, ganz am Anfang waren wir hier. Schade, dass man hier nicht alle gleichzeitig reinsetzen kann. Oder kann man? Ist jetzt auch egal. Alter Schwede. Gefühlte Ewigkeit ist das schon wieder her. Ist es auch. Oh, die nehme ich gerne mit. Stimmt ja, hinter den Bildern versteckt sich auch immer mancher so ein Geheimfach mit. Irgendwas drinne. Genau, da hatte ich da irgendwas runtergeschossen. Ich glaube, das war so ein Edelstein für eine Krone. Und wenn man die nicht gesehen hätte, dann hätte man die spätestens jetzt gesehen, wenn man hier oben gewesen wäre. Dieses blinkende Ding. Steht hier noch was? Nein. Und da ist auch nichts mehr weiter. Was kommt denn jetzt eigentlich? Wieder so eine Bahn, scheiße. Ich muss doch nochmal zurück. Allerdings keinen sehr weiten Weg, Gott sei Dank. Oh Gott, ich habe ganz vergessen, dass dort ja auch noch was war. Wie muss ich jetzt gehen? Hier lang. Ich muss erstmal zurückfahren.
diesen einen Schatz einsammeln. Da ist eine ganze Raum voll mit Truhen, die ich mir mit Sicherheit nicht entgehen lassen sollte. Hoffentlich sind jetzt keine Gegner mehr wieder erschienen. Aber meiner Erinnerung nach war das eigentlich nie so. Ja, den habe ich ja schon gefunden. Hast du noch was Neues für mich? Got some rare. What are you buying? Nee, du hast bloß den Aktenkoffer. Immer bloß, wenn ich dich... What are you buying? Etwas weiter weg finde, also... Sonst wo. Speichere ich hier erstmal oder kommt hier demnächst noch einer? Ich speichere hier mal schnell. Denn als ich das letzte Mal... Oder einmal bin ich da reingegangen und da ist mein Spiel abgestürzt. In diesen Raum mit den Truhen bin ich da einmal reingegangen und da ist mein Spiel bei abgestürzt. Deswegen jetzt lieber speichern für den Fall, dass das tatsächlich nochmal passiert. Muss ich hier lang? Genau. Doch, ja. Warte mal. Doch, geradeaus durch die Tür, dann da durch, dann da, dann da, dann bin ich da. Gut. Ich lasse nur ungern Zeug liegen. Deswegen habe ich auch einen Raketenwerfer im Koffer drin. Ach, zwei Sensenmänner. Ach, würde ich ungern nur eine Granate verschwenden. Kann ich die nicht umgehen? Theoretisch doch. Ach, da stehen noch zwei. Ich bin falsch gegangen. Jetzt kam hier dieser Heini mit dem Schild. Oder doch nicht. Alle Türen schön aufklicken. Mal sehen, ob ich wieder an den Gegnern relativ schnell vorbeikomme, ohne großartige Munition zu verschwenden. Ich habe sowieso kaum noch was. Ja, habe ich ja dabei. Follow me. Bekannte Parfüm, sonst was. Gold. Sonst nur die Truhen. Rotes Kraut. Und hier mein Lieblingsspielzeug. Magnum. Für die ich jetzt natürlich gerade keinen Platz habe, so richtig. Ja. Jetzt habe ich aber tatsächlich für nichts mehr Platz. Ich hoffe, ich komme bald mal wieder zu irgendeinem Bossgegner oder einer Stelle, wo ich am besten den Raketenwerfer einsetzen kann. Da habe ich zumindest wieder richtig schön viel Platz in meinem Dings da, Inventar. Ich habe hier eigentlich jetzt gerade die Knarre gewechselt. Obwohl der Raketenwerfer jetzt gerade bei diesen Knilches, die mir jetzt gerade über den Weg gelaufen sind, wäre ziemlich sinnvoll gewesen. Schön hier alle Türen aufkicken. Jetzt müsste mich hier gleich einer von rechts angrinsen oder so. Die Kampfmusik ist aus, da weiß ich, da habe ich Ruhe. So, wenn die Knilchen noch da sind, dann setze ich einen Raketenwerfer ein. Viele können ja nicht mehr übrig sein. Magnum-Munition liegen lassen. Das war die richtige Tür, ja. So, direkt wieder Ruhe. Ein bisschen Platz im Inventar. Ah, jetzt komme ich ja gleich noch an dem Händler vorbei. Da kann ich die Broken Butterfly, die ich gerade mitgenommen habe,
direkt verbessern. Habe ich viel Geld? Ja. 150.000 habe ich. Kann ich die Waffe mit Sicherheit ein bisschen verbessern. Got some rare thing. What are you buying? Thank you. Man findet später zwar noch eine weitere Knarre, oder nee, man kann später noch eine weitere Waffe kaufen, die auch Magnum-Munition verschießt. Aber da gab es eine Sache, also das kann ich dann nochmal ansprechen, sobald ich die Waffe freischalten oder kaufen kann. Kann ich ja nochmal das genau ansprechen, weil das nämlich meines Wissens nach nicht so ist, wie es mir mal gesagt wurde. Ich hatte es ja mal selbst schon sowas. Mir wurde es anders gesagt, wie ich es eigentlich selbst hier mitbekommen habe. Habe ich das Gefühl, dass mich jemand verarschen will. Schließlich bin ich ja hier der Profi in dem Spiel. Nicht der, der mir davon erzählt hat. Ich habe in das Spiel schon mehr als 250 Stunden Spielzeit reingesteckt. Hätte ich ja wohl wissen, was das Richtige hier ist. Ja, kann ich ja alles mitnehmen. Ich sollte mich aber vielleicht nochmal heilen. Das letzte Mal war ja der Grund, wieso ich gestorben bin, der, dass ich kein volles Leben hatte. Naja, fast voll ist es jetzt das bisschen. Das kann ich dann auch auffüllen, sobald ich mal wieder ein bisschen Schaden bekomme. Ja, wo gehe ich jetzt als erstes lang? Ich gehe erstmal geradeaus. Okay. Oh, grüner Edelstein ist für die Maske, die ich habe, gut, aber ich glaube, jetzt habe ich doch drei. Ich hatte doch schon mal einen gefunden und den noch nicht eingesetzt. Ach ja, stimmt. Genau, ich musste links und rechts rein, um diese zwei Kelche oder was das waren zu bekommen. Konnte man hier nicht rausspringen irgendwo? Meines Wissens nach. Ach nee, das war hier drüben erst. Dann muss ich also erstmal zuschauen, dass ich diese zwei Kelche bekomme. Ich gehe erstmal zu diesem Händler hier hinten rein. Stand hier einer. Der wird vielleicht was Neues für mich haben. Ich hoffe es. Welcome. Got some rare. Ja, der hat ein paar neue Training-Teile. Für die Sturmgewehr hier. Thank you. Kann ich mir nicht leisten. Aber ich habe einen Haufen Zeug, was ich verkaufen kann. Ich muss die nur mal kurz zusammensetzen. Ich habe hier wirklich eine Menge Zeug. Ich krieg bestimmt für jedes mindestens 10.000, 20.000 sogar. What are you selling? Ich habe hier eine ganze Menge. Goldenes Hühnereier alleine schon 3.000. Die Beine. Thank you. Ich würde wohl reichen, um meine Waffen nochmal zu verbessern hier. TMP. Thank you. Den Minenwerfer verstehe ich überhaupt nicht, damit für das Ding überhaupt keine Munition findet. So. Da beende ich mal wieder die Folge hier. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Und um zukünftige Videos nicht mehr zu verpassen, lasst eben so ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.